Dies sind schwierige Zeiten, Carl. Es gibt nichts, was mich mehr in Rage bringen kann als ein Verräter. Captain Eisen hat seine Flucht zu den Grenzweltlern offensichtlich gut vorbereitet. Er und Major Marshall spielen Katz und Maus mit uns. Aber früher oder später werden wir die beiden finden. Dieses Raumschiff kann das System nicht verlassen. Deshalb werden sie diese Navigationspunkte abfliegen. Abmarsch. Feind gesichtet, Sir. Lösen und feuern. Los geht's, Colonel. Mein Ziel angreifen. Sofort, Sir. Zeit zum Sterben. Zeit zum Sterben. Nee, da muss ich ja mal mit dem Schwierigkeitsgrad um einen runter. Das ist echt böser hier mit der alte WC3. Wer weiß, vielleicht war... Aber einmal versuche ich es noch. Ein paar herumstreunende Grenzweltler. Mein Ziel angreifen! Ja, Sir! Du kommst im Sarg nach Hause. Ich steige aus. Stell dir sicher, dass man mich abholt. Zeit zum Sterben. Föderation verlor heute ihren größten Helden. Die Kilrathi nannten ihn einst das Herz des Tigers. Nachdem er vom Tod des Colonel... Wobei man natürlich sagen könnte, ich habe wahrscheinlich den schwierigeren Story-Weg jetzt gewählt.
Feind gesichtet, Sir. Mein Ziel angreifen. Sofort, Sir. Immer feste drauf. Stirb, du Schwein! Kinderspiel. Thank you.
ihr Jungs euer Testament Wunsch? Die Konföderation verlor heute ihren größten Helden. Die Kilrathi nannten ihn einst das Herz des Tigers. Nachdem er vom Tod des Colonels erfuhr, sagte Admiral Geoffrey Torwin, er war... Das kann ja einfach nicht wahr sein, oder? Ich habe auch keinen Spielstand mehr nach diesem Planeten, oder? Das ist schon falsch. Völlig falsch. Was ist denn da mehr auf Veteran? Der neue Captain geht mir auf den Keks. Ja. Ist halt zwar noch bevor Eisen abgehauen ist, aber es passt zumindest so halbwegs. Muss die Story mal anders versuchen zu spielen hier. Also noch einmal aufs Neue. Genügend Feinde, um Zielschießen zu üben. Lösen und feuern! Vielleicht sollte ich heute mit denen verhandeln. Mein Ziel zerstört! Schadensmeldung geben. Bisher keine Probleme, Sir. Mein Ziel zerstört. Danke für die Vorarbeit, Colonel. Wir landen jetzt. Schadensmeldung geben. Bisher keine Probleme, Sir.
Bin bereit für den Angriff, Colonel. Lösen und feuern. Vielleicht sollte ich heute mit denen verhandeln. Mein Ziel angreifen. Ja, Sir. Schadensmeldung geben. Bisher keine Probleme, Sir. Dieser Schrotthaufen gehört uns, Colonel. Wir machen jetzt weiter. Mission abgeschlossen. Benötige Landeerlaubnis. Captain Paulson übermittelt Ihnen hiermit seine Glückwünsche. Sie dürfen jetzt landen. Was würden Sie dazu sagen, wenn wir zwei... Guten Abend, hier spricht Barbara Miles von den TCN-Nachrichten. Mein Gesprächspartner ist heute Admiral Torwin von der SRA. Unser Thema sind die steigenden Spannungen zwischen den Grenzwelten und der Konföderation. Die Union der Grenzwelten, wie sie sich jetzt selbst nennen, hat erklärt, dass sie mit der Konföderation in Frieden leben will. Aber, dass sie die Gesetze der Konföderation nicht länger als bindend ansehen. Daraufhin hat der Große Rat angeordnet, dass sich die Raumschiffe der Grenzwelten nicht mehr ohne Militäreskorte im Territorium der Konföderation aufhalten dürfen. Wir schalten jetzt live zu Admiral Torwin in die Zentrale der Konföderation. Admiral? Hallo Barbara, guten Abend meine Damen und Herren. Seit Wochen werden Mitglieder der Konföderation bei der Ausübung von legitimen Weltraumoperationen angegriffen. Dabei werden viele Menschen umkommen, die unschuldig sind. Das Chaos ist vorprogrammiert. Um diese Verbrecher zur Strecke bringen zu können, ist es nötig, Raumfahrzeuge, die unter einer fremden Flagge fliegen, zu kontrollieren. Admiral, können die Union der Grenzwelten und die Konföderation zu einer Einigung kommen? Aber Barbara, was bleibt uns denn für eine andere Wahl? Vielen Dank, Admiral. Bitte. Und jetzt die Ergebnisse des Galaktischen Cricket Cups. Das sind ja nette Aussichten. Nicht geschlafen. Gute Nacht. Du solltest dich auch aufs Ohr legen. Ist schon spät. Kurz rüber. Gute Nacht. Die Konföderation. Schon, ne?
Sie haben ausgezeichnete Arbeit geleistet, Colonel. Danke, Sir. Die Befreiung der Biochemikerin war ein wichtiger Schritt zur Verwirklichung der konföderierten Pläne. Aber es stehen noch mehr Aufgaben an. Wie vorauszusehen war, hat die Union der Grenzwelten den Beschluss der Konföderierten ignoriert. Im Moment nähern wir uns einem ihrer illegalen Konvois. Es sind Militärraumschiffe, die sich ohne eine konföderierten Eskort im Territorium... Ja gut, also das auch nochmal. Aje. Also, ich fliege das Ganze über Maniac. Achtung, Schiffe der Grenzweltenunion. Sie verstoßen gegen das Konföderiertenedikt 4992. Dies ist die letzte Warnung. Kehren Sie um und verlassen Sie das Konföderiertengebiet oder warten Sie auf unsere Eskorte. Sie haben illegal ein Weltraumlabor der Grenzwelten besetzt. Wir denken nicht daran, den Anordnungen von Verbrechern zu folgen. Ich will zeigen, was ich kann. Lösen und feuern! Jetzt kommt Maniac Zaubershow. Schlägt wieder zu. Habt ihr Jungs euer Testament gemacht? Schadensmeldung geben. Ist sie vielleicht meine Mutter? Die Konföderation verlor heute ihren größten Helden. Die Kilrathi nannten ihn einst das Herz des... Achtung, Schiffe der Grenzweltenunion! Sie verstoßen gegen das Konföderiertenedikt 4992. Dies ist die letzte Warnung. Kehren Sie um und verlassen Sie das Konföderiertengebiet oder warten Sie auf unsere Eskorte. Sie haben illegal ein Weltraumlabor der Grenzwelten besetzt. Wir denken nicht daran, den Anordnungen von Verbrechern zu folgen. Ich will zeigen, was ich kann. Lösen und feuern! Jetzt kommt Maniacs Zaubershow. Ich ziehe alleine, Colonel. Viel Glück! Weitere Verzögerungen das Megasystem. Mission abgeschlossen. Mit Taktik machbar, aber ey, alter Schwede, ne?
Benötige Landeerlaubnis. Captain Paulson ist mit ihrer Leistung zufrieden, Colonel. Meine Glückwünsche. Sie dürfen jetzt landen. Colonel Blair, bitte zur Einsatzbesprechung. Nachricht vom Haupt... Der Junge hat... Ich habe keine Lust im Knast zu... Ich muss... Colonel Blair, bitte sofort zur Ein... So, und jetzt gehe ich halt einfach gleich mit. Meine Herren, wir sind in einer kritischen Situation. Captain Eisen hat ein Shuttle gestohlen und die Lexington verlassen. Und was waren seine Gründe? Wir vermuten, dass er bereits seit längerem dem Geheimen... auf den Captain. Ich gehe mit ihm. Sind Sie dabei? Ich wusste, dass was faul war bei gebaut. Los geht's. Kämpfen Sie für die gute Sache. Ich komme auch mit, Sir. Colonel, Sie folgen uns besser. Sonst werden Sie noch den Zug verpassen. Verdammt! Ich glaube, Paulson wird uns nicht so einfach ziehen lassen. Lösen und angreifen! Los geht's, Colonel! Lösen und angreifen! Zeit, meinen Soll zu verdienen. Schickt den Suchtrupp, ich steig aus! Shit, ich steige aus! Lösen und angreifen! Los geht's, Colonel! Lösen und angreifen! Zeit, meinen Soll zu verdienen. Sie ist vollkommen zerstört! Schaum der Grenzwelten. Ab in den Müll mit dir, du Abschaum der Grenzwelten. Beim besten Willen nicht vorstellen, was es für mich bedeutet, dass ihr Jungs beschlossen habt, mitzukommen. Wir landen auf der BWS Intrepid. Bei der Konföderation sind Sie jetzt sicher nicht mehr willkommen. Beeilen Sie sich. Wir springen, wenn Sie gelandet sind. Und vielen Dank. Schaffen! Pass mit an!
ist ja eine schöne Bescherung. Wir brauchen unbedingt mehr Löschschaum auf dem oberen Deck! Vergiss es! Wir brauchen den hier unten im Raketenlager! Los, komm runter! Bin schon unterwegs! Alex! Hierher mit dem Löschschaum! Feind euch! Kommt bitte über das Feuer! Jack, Jim! Kommt hierher! Helft den beiden dort! Wir haben es bald geschafft! Das Feuer ist unter Kontrolle! Da schwimmt ihr nach! Ich bin Captain Eisen von der Lexi. Wir sind zur rechten Zeit gekommen. Ihr müsst das Feuer da drüben noch löschen. Wir hätten auf keinen Fall länger auf Sie warten können. Ja, sieht aus, als wärt ihr in Schwierigkeiten. Wir hatten überraschenden Besuch von einer konföderierten Flugfregatte. Das ist Colonel Jacob Manley. Ich bin Colonel Farnsworth. Ich habe von Ihnen gehört. Das sind Panther und Hawk vom Astoria-System. Ja, richtig. Sie sind das berühmte Herz des Tigers. Ja. Ich würde mich gerne mit Ihnen weiter unterhalten, aber hey, nicht nachlassen! Wir haben ein paar Probleme hier an Bord. Schon gut. Führen Sie uns zu Captain Dominguez. Er erwartet mich bereits. Captain Dominguez war auf der Brücke, als wir uns angriffen. Er ist tot. Keiner, der auf der Brücke oder in den Schlafräumen war, hat überlebt. Zwei Drittel unserer Crew ist nicht zu fassen. Captain Dominguez informierte uns über Ihre Pläne. Ohne ihn ist Ihre Abmachung ungültig. Wir müssen erst mit der Crew sprechen, ob sie einverstanden ist, dass wir sie aufnehmen. Panther, wir brauchen Sie auf dem Oberdeck. Ein neues Feuer ist ausgebrochen. Wir reden später weiter. Komm mit, die können jeden Mann brauchen. Vor 40 Jahren kämpfte ich während der Venice-Offensive Seite an Seite mit Captain Dominguez. Jetzt ist er tot, getötet von Menschenhand. Wie konnte es nur so weit mit uns kommen? Ich habe gehofft, Sie könnten mir das sagen. Nachdem ich mich von den Konföderierten getrennt habe. Paulson sagte, Sie wären ein Spion. Detektiv, stimmt er. Wir sind alle leider nur einseitig informiert worden, glauben Sie mir. In den letzten paar Tagen habe ich einiges aufgezeichnet. Einsatzdaten, kodierte Übertragungen. Und Flottenbewegungen. Ich habe das ganze Material dabei. Vielleicht kann ich ja damit einen blutigen Krieg verhindern. Es fehlt der Zusammenhang. Ja, das Material ist nicht vollständig, aber eines weiß ich. Der Konflikt zwischen den Grenzwelten und der Konföderation wird von ein paar hohen Mitgliedern der Konföderation provoziert. Wieso sagten Sie mir nichts? Weil ich die Namen nicht kenne. Ich weiß nicht, wer es ist. Es ist vollkommen klar, dass ein Überlaufen nichts anderes als politischer Selbstmord ist. Das konnte ich doch nicht von Ihnen verlangen. Als die Zeit reif war, mussten Sie das selbst entscheiden. Ich habe mich entschieden, Sir. Ich werde es auch nicht bereuen. Gut, Colonel. Zurück können Sie sowieso nicht mehr. Ich gehe nach oben und werde den anderen helfen. Gute Idee, ich komme mit. Achtung, Alarmstab! Sieht aus, als wäre die TCS Lexington uns durch den Jumppoint gefolgt. Jäger im Anflug, alle Piloten schlafen, wiederhole! Gleich wieder Party hier. Das kann man erstmal speichern. Achtung! Gerade gelandet, gleich wieder Action. Gleich bist du tot!
geht die Post ab. Thunderbolts jetzt auch noch. Schade, dass man hier keine Thunderbolt fliegen kann. Benötige Landeerlaubnis. Hey, gute Arbeit, Colonel. Unteroffizier Valina Sosa, ich mache die Übertragungen. Und jetzt können Sie landen. Bau es jetzt ein. Na, wenn das nicht der Konföderierte ist, der jetzt auf unserer Seite kämpft? Mein Name ist Blair. Was für eine Überraschung. Der Name steht für Sieg, habe ich recht? Willkommen an Deck. Chefmechaniker Robert Sykes. Nennen Sie mich Pliers. Gern. Ich habe so einen Vogel schon lang nicht mehr gesehen. Zumindest nicht aus der Nähe. Haben Sie früher an vielen rumgebastelt? Oh ja. Ich habe für Jungs wie Sie Kilrathi-Haare aus den Düsen entfernt. Ich könnte aus der Kiste was machen. Halten Sie mich bloß nicht für einen Dummkopf. Ich kann mit einem Schraubenzieher und einem Haufen Schrottware Wunder vollbringen. Ihnen bleibt auch gar nichts anderes übrig. Ja. Ich werde den Vogel auffrisieren und zwar so, dass ihn die Ingenieure nicht mehr wiedererkennen. Der Opa sollte schon längst in Rente sein. Der alte Knabe weiß, was er tut. Von mir aus gern. Da draußen kann man nicht genug Hilfe haben. Ja, warten Sie ab, was ich alles drauf habe. Vertrauen Sie mir. Na, wo steht denn die verdammte Zahl? Da ist sie ja. Sehr gut. Nimm dir einen Stuhl. Das habe ich bereits, Lieutenant Sosa. Oh, Entschuldigung, Sir. Was haben Sie da? Wissen Sie, ich komme mir langsam vor wie in der Steinzeit. Die meisten Geräte sind defekt. Ich muss zu prähistorischen Mitteln greifen, um die Daten zu entschlüsseln, die Captain Eisen mitgebracht hat. Tja. Sie sind also eine Meisterin des Dechiffrierens. Naja. Ja, Sir, ich meine, ich will nicht angeben, aber ich gehöre zu den Besten. Toll. Was steht da? Eine Menge. Ich werde viel Zeit dafür brauchen. Eins ist sicher. Die Konföderation hat Dreck am Stecken. Das geht daraus eindeutig hervor. Hier war also mal die Brücke. Weiter oben waren die Schlafräume. Was für ein Schicksal. Im Schlaf überrascht. Ich bin hoffentlich im Cockpit, wenn's mich erwischt. Ich bitte Sie, was sind das für traurige Worte? Niemand zweifelt daran, dass Sie als Held sterben. Ich weiß nicht. Die Seite, die wir gewählt haben, hat einen langen Weg vor sich. Sehen Sie doch das Positive. Jetzt kann Ihnen Ihre Beförderung, die endlich von der Konföderation genehmigt wurde, egal sein. Meine Beförderung? Ich bin befördert worden! Die Konföderierten, das finde ich aber ungerecht.
Ich finde, wir sollten jetzt verschwinden. Dieser Jump Point wäre ein guter Fluchtweg. Wir müssen bleiben und der Lexington so viel Schaden wie möglich zufügen. Damit treffen wir auch die Konföderierten. Ich kann Ihnen nicht recht geben. Es ist sinnlos, blind drauf loszuschlagen. Zu lange. Sie verstehen nicht, was ich meine. Das ist typisch. Ruhe bitte. Sie haben beide recht und auch Unrecht. Ein Angriff auf die Lexington wäre eine Verschwendung von Ressourcen. Ein möglichst schneller Rückzug wäre die bessere Taktik. Das ist richtig. Aber dieser Jump Point ist als Fluchtweg viel zu offensichtlich. Deshalb wäre der Silenus-Nebel die klügere Lösung. Auf jeden Fall bezweifle ich, dass uns die Lexington so mir nichts, dir nichts davonfliegen lässt. Es gibt sicher noch eine andere Gelegenheit, der Lexington oder sich selbst Schaden zuzufügen. Was denken Sie, Colonel? Ich denke, dieses Schiff braucht einen Captain. Ich werde mein Bestes geben. Schön, Sie wieder da zu sehen, wo Sie hingehören, Captain. Sie wissen doch, Colonel. Das habe ich nur Ihnen zu verdanken. Aber nun zur Sache. Um weiteren Angriffen der konföderierten Schiffe aus dem Weg zu gehen, wird die Intrepid versuchen, durch diesen Nebel aus dem System zu entkommen. Ich will, dass Sie und ein Flügelmann vorausfliegen und das Gebiet von Feinden säubern. Haben Sie verstanden? Zu Befehl, Sir. Viel Glück. Ich habe diese Stormfire von einem zerstörten Piratenjäger abmontiert, den wir reingeholt hatten. Ältere Technologie, aber trotzdem nützlich. Feuert einen Haufen kleiner Projektile mit niedriger Dichte oder dafür mit sehr hoher Geschwindigkeit. Erfasst dein Ziel und los geht's. Wer die Reichweite nicht... Sollte ich heute mit denen verhandeln. Verdammt, das sieht nicht gut aus.
stirb! Weitere Nachrichten. Heute starb das Herz des Tigers. Er galt einst wegen seiner Leistungen im Kilrathi-Krieg als Held, hatte aber vor kurzem die Konföderation verraten und war zu den Truppen der Grenzwelten übergelaufen. Lösen und Feuer! Vielleicht sollten wir heute mit denen verhandeln. Mein Ziel zerstört! Mein Ziel zerstört! Mein Ziel zerstört! Wir haben Gesellschaft! Lösen und feuern! Vielleicht sollte ich heute mit denen verhandeln. Gib endlich auf und stirb! Bisher keine Probleme, Sir. Mein Ziel zerstört. Super Schuster. Gleich bist du weg. Komm schon, kämpf wie ein Mann. Gleich bist du tot. Du kommst den Sarg nach Hause. Du fliegst wie der letzte Anfänger. Gesellschaft!
Lösen und feuern! Vielleicht sollte ich heute mit denen verhandeln. Nein! Feindziel zerstört! Super Schutzer! Mission abgeschlossen. Benötige Landeerlaubnis. Okay, gute Arbeit, Colonel, aber die Pläne wurden geändert. Wir entdeckten einen völlig neuen Jump Point, den unser Schiff in seinem jetzigen Zustand leichter bewältigen kann. Und jetzt können Sie landen. Hier sind Sie. Ja. Sie sehen aus wie eine Katze, die gerade einen Vogel samt Federn verschluckt hat. Vielleicht habe ich das ja auch. Die Jäger, mit denen ihr Jungs zu uns geflogen seid, das war eine leckere Mahlzeit für mich. Ich verstehe Sie nicht. Hab gerade alle Ersatzteile ausgebaut. Ich wusste, dass es mit ihm Ärger gibt. Nun, er hat was drauf. Was? Hoffentlich bauen Sie damit was Anständiges, Pliers. Darauf können Sie wetten. Fantastisch. Willkommen im neuen Schlafquartier. Ich habe nie was von einer Luxusunterkunft gesagt. Nichts für ungut, Sir. Aber wie können Sie jetzt Witze reißen? Gerade war ich noch ein Konföderiertenpilot. Jetzt mache ich Jagd auf Sie. Was ist nur los? Was machen wir hier? Alles zum Besten wenden. Und an welche Regeln soll ich mich halten? Das Leben spielt sich nicht im Flugsimulator ab. Regeln ändern sich. Das müssen Sie möglichst schnell lernen. Hoffentlich war die Entscheidung nicht falsch. Wenn den Konföderierten gestattet wird, die Grenzwelten anzugreifen, dann wird's hier unangenehm. Das ist noch milde ausgedrückt. Manchmal ist die Stimme im Innern wichtiger als die Farbe der Flagge. Wir halten uns an die Leute, denen wir vertrauen können. Und Eisen ist einer der wenigen. Jetzt geht's los, Colonel. Die Lexington weiß wohl ziemlich genau, wo wir uns aufhalten und wir fliegen herum wie eine nervöse Biene im Glas und sind eine leichte Beute. Ich wäre nicht überrascht, wenn Paulson in diesem Moment auf uns zusteuert. Es ist am besten, wenn Sie eine der Avengers für den Einsatz nehmen. Unsere einzige Fluchtmöglichkeit, ein Hintertürchen sozusagen, ist dieser Jump Point. Nehmen Sie sich drei Flügelmänner Ihrer Wahl und geben Sie uns Geleitschutz, bis wir außer Gefahr sind. Viel Glück. Da hat sich Eisen heute was Schweres ein. Thank you.
Genügend Feinde, um Zielschießen zu üben. Lösen und feuern. Vielleicht sollte ich heute mit denen verhandeln. Lösen und feuern. Zeit, meinen Soll zu verdienen. Lösen und feuern. Die mache ich fertig. Ich dulde keine Sentimentalitäten. Sie wissen, was Sie zu tun haben. Wenn es die Lexington schafft, den Jump Point vor uns zu erreichen, dann sind wir alle erledigt. Mission abgeschlossen. Einer weniger. Ich kann nur sagen, dass wir froh sind, dass Sie auf unserer Seite sind. Sie können jetzt landen und beeilen Sie sich bitte. Wir wollen dieses System so schnell wie möglich hinter uns lassen, Colonel. Was für eine Katastrophe! Hören Sie auf zu jammern. Sie haben den Fehler gemacht, ihn nicht sofort umzulegen. Wen? Eisen oder den Colonel? Ich lasse Ihnen die Wahl. Was wird als nächstes passieren? Eine gute Frage, Captain. Auf jeden Fall wird sich Ihre Lage ändern. Und meine Lage wird sich bessern. Es wird mir ein großes Vergnügen sein, das Herz des Tigers zu töten. Was gibt's da zu starren, Soldat? Und zu keinem ein Wort.